Wie baue ich eine Trockentrenntoilette auf? Also das ist der Bausatz für das EasyLoo von Kiltec. Das ist eine Trockentrenntoilette und die werden wir jetzt heute aufbauen. Wenn ihr euch für eine Toilette von Kiltec entschieden habt, bekommt ihr ein großes Paket. In dem Paket findet ihr zunächst den Trockentrenntoiletten-Einsatz, der eine hervorragende Qualität hat und euren Po schmeichelt. Als zweites, wenn ihr den Karton herausgehoben habt, findet ihr den Urinauffangbehälter. Tiefer im Paket findet ihr die Anschlüsse für den Toilettensitz, auf die wir später eingehen werden. Der Kotbehälter ist ein größerer Eimer. Das Herzstück der Toilette ist der Kubus, aus dem die Toilette selbst gefertigt wird. Und zum Schluss benötigen wir den Toilettensitz. Ja, das ist das Herzstück unserer Toilette, das ist der Trenneinsatz. Der sorgt dafür, dass später der Kot und das Pipi getrennt werden, weil wenn man das nicht macht, dann ist es so, dass das Ganze ziemlich schnell in Verwesung übergeht und dadurch entwickeln sich Gase und es stinkt. Das heißt, das Wichtigste an dieser Toilette, damit sie überhaupt ohne Wasser funktioniert, ist eben beides zu trennen. Das macht dieses gute Stück hier. Dann haben wir die Behälter, also das ist der Kotbehälter und das ist der Urinbehälter. Der ist im Lieferumfang zweimal mit dabei. Ja, dieses gute Stück hier, das ist der Toilettensitz. Den kennt man auch in ähnlicher Form von ganz normalen Toiletten. Das Schöne hierbei ist, er ist aus Bambus gefertigt. Also die Trockentoilette von Kiltec ist nicht nur dadurch ökonomisch vertretbar oder sehr gut, dass sie eben kein Wasser verbraucht, sondern sie ist auch noch aus komplett biologischen Materialien. Hier haben wir die ganzen Verbindungsmaterialien, die wir benötigen, um den Toilettensitz an der Toilette anzubringen. Das ist der Bausatz, daraus wird die Toilette selber gebaut, komplett aus den Einzelteilen, aber das ist ein ganz einfaches Prinzip und das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Dann ist auch noch gleich ein bisschen Holzleim mit dabei, sowie die Nägel und ein kleiner Imbus. Das heißt, zum Aufbauen ist das Einzige, was ihr dann später braucht, nur noch ein Hammer. Wir haben jetzt hier alle Bauteile für den Toilettenkasten ausgebreitet. Die werden jetzt nacheinander zusammengesetzt und das Gute dabei ist, dass sie aufgebaut sind wie ein Puzzle. Also alle Teile passen nur genau so zusammen, wie sie auch zusammengehören. Das heißt, ihr könnt überhaupt nichts falsch machen. Das ist schon mal gut. Und um anzufangen, beginnen wir einmal mit der Bodenplatte. Das ist diese hier, die erkennt ihr an den vier Ecken. Also weil die nach außen gehen, bei den anderen gehen die alle nach innen. Und die erste Seitenwand, die wir montieren, ist die Rückwand. Das ist diese und die erkennt ihr ganz einfach daran, dass oben schon jeweils die Ösen bzw. die Verschraubungen für den Toilettendeckel vormontiert sind. An den Vertiefungen wird jetzt jeweils Holzleim aufgetragen, so eine dünne Wurst. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr die zwei Platten zusammensetzen. Übersteht, kann man dann ein bisschen wegwischen, wenn das rausquetscht. Und damit es so hält, gibt es diese beiden Aufbauhilfen. Die werden hier an der Seite draufgesteckt und fixieren euch dann die ersten beiden Platten schon mal, sodass sie nicht mehr auseinander rutschen. Auch wieder nur in einer genauen Richtung. Und wenn ihr das gefunden habt, wie sie drauf gehört, nehmt ihr wieder euren Holzleim und leimt hier auch wieder die Vertiefung ein. Auf den beiden Seiten, die ihr jetzt anbringen wollt. Dann müsst ihr eure Aufbauhilfe, die obere, entfernen. Dort ebenfalls den Holzleim auftragen.
wenn euch jetzt an der Seite so ein bisschen Holzleim hier rausquetscht, einfach mit dem Lappen abwischen. Und dann im nächsten Schritt wird das Ganze fixiert, damit es nicht wieder zusammenbricht. Und dazu werden die kleinen Nägel hier reingeschlagen. Wenn ihr genau schaut, seht ihr, dass da schon Löcher vormontiert sind. Das heißt, ihr schlägt die einfach hier in die Löcher rein und könnt dabei auch wieder nichts falsch machen. Ja, die letzte Seite ist dann unsere Oberseite mit der Aussparung natürlich für die Toilette selber. Und die wird genauso angebracht wie alle anderen Seiten auch. Das einzige oder der einzige Unterschied ist, dass hier noch so zwei kleine Aussparungen für unsere Scharniere sind. Aber das schauen wir uns dann später nochmal an. Ansonsten auch wieder mit Holzleim und Nägeln genauso befestigen wie alles andere. Damit später unsere beiden Tanks im Inneren der Toilette, damit die an der richtigen Position bleiben, gibt es noch jeweils auf beiden Seiten solche Platzhalter. Die werden nach dem gleichen Prinzip zusammengebaut wie vorher der Kasten selber auch. Also bestehen aus diesen Steckplatten und das wird so zusammengesteckt und auch wieder geleimt und mit den Nägeln fixiert. Als nächstes montieren wir jetzt den Crewdeckel auf unserem Trenneinsatz. Und dazu muss man trotzdem nochmal die Löcher hier mit einem 6er-Bohrer durchbohren. Die sind von der Vorbohrung nur durch das Holz, also das Kunststoff müsst ihr noch einmal selber bohren. Als erstes müsst ihr hier die Mutter entfernen und dann auch die Scheiben zur Seite nehmen. Und dann kommt dieser Gummiaufsatz hier drüber, dass der hier auf diesen oberen Bereich drauf passt. Die Schraube wird dann hier eingesetzt. Um den Toilettensitz zu montieren, legt ihr als erstes diese beiden Gummi-Untersätze hier schon mal bereit. Und dann kommt als nächstes dieses Verbindungsmaterial. Das wird von innen auf das Scharnier von dem Toilettensitz gesteckt, in beiden Fällen. Und wird dann dort in die Löcher eingefügt. Ganze umgedreht. Also da kommt erst die metallene Beilagscheibe drauf, dann das Kunststoff, dann die Mutter und dann hat man hier diesen kleinen Aufsatz, mit dem kann man das festschrauben. Deckel insgesamt jetzt an dem Kasten zu montieren, müssen wir als erstes die Schrauben hier rausdrehen, die an der Seite eingeschraubt sind. Dahinter befinden sich die Windekappen, die sind vormontiert. Und damit können wir eben einfach das Scharnier vom Deckel an dem Kasten befestigen. Als letzten Schritt müssen wir noch das Innenleben der Toilette einbauen. Dazu klappen wir sie einmal auf und stellen dann die Abstandhalter und die Fässer hinein. Die beiden Abstandhalter kommen jeweils links und rechts an die Seite. Und der kleinere Tank ist für den Urin, der kommt an den vorderen Tank. Also dies ist ein Aufsatz für den Urintank, den wird oben drauf geschraubt und dann passt dieser Stutzen genau hier in diese Gummiummantelung rein und dadurch wird das Ganze luftig abgeschlossen und ist dann auch geruchslos. Dann kann das Ganze wieder zugeklappt werden und damit ist eure Toilette fertig. Der Stopfen wird verwendet, um den Urinbereich des Trenneinsatzes zu verschließen. Gerüche und Auslaufen werden so verhindert. Damit keine Kotreste hier im Eimer bleiben, gibt es diese Müllbeutel. Die
gibt es von Kiltwick auch mit dazu. Das sind kompostierbare Müllbeutel. Das heißt, wenn man die benutzt hat, kann man die einfach so wegwerfen. Und sie lösen sich mit auf. Die Mülltüte wird dann eingesetzt, ähnlich wie das bei einem normalen Mülleimer der Fall ist. Nur dadurch, dass dieser Kasten eckig und sehr lang ist, müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil die Öffnung ein bisschen zu klein ist. Deswegen muss man sie dehnen. Und dann müsst ihr schauen, dass die Tüte euch nicht reißt. Eine Trockentrenntoilette funktioniert dadurch, dass sie dass der Kot komplett ausgetrocknet wird. Und wenn er keine Feuchtigkeit mehr hat, dann entwickelt er auch keinen Geruch mehr. Und deswegen ist es wichtig, nachdem man die Toilette benutzt hat, als erstes einen Streu drauf zu tun. Also das ist ein Feuchtigkeitsbinder. Und der sorgt dafür, dass dem Kot selber eben die Feuchtigkeit komplett entzogen wird. Und wie gesagt, sobald es trocken ist, riecht es nicht mehr und dann ist die Toilette komplett geruchsneutral. Als Streu selber gibt es einmal das passende Streu dazu direkt vom Kiltwick. Wenn man das jetzt nicht bestellen kann, weil man zum Beispiel unterwegs ist, wie wir dann mit unserem Expeditionsmobil ja auch in Regionen sein werden, wo einfach man nicht mehr direkt ständig das bestellen kann, dann kann man auch jedes andere Streu nehmen, zum Beispiel Kleintierstreu von Meerschweinchen oder von Kaninchen oder ganz normale Sägespäne, wie man sie zum Beispiel im Sägewerk bekommt. Damit ist die Toilette dann fertig und bereit für die Benutzung. Also viel Spaß bei eurem ersten Geschäft.